Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben in der letzten Folge dieses Depot hier erreicht und müssen uns hier mal ein bisschen weiter durchkämpfen. So, jetzt waren wir hier und das war irgendwie alles ganz schön kacke, weil wir konnten nicht chanten. So richtig geil getroffen haben wir die auch nicht. Wir können die eigentlich nur so sobald wir den Helm treffen, klappt es halt gleich mal gar nicht. So, zack, jetzt haben wir beide kaputt. Kommt mit, Mudos, schnell. Ach, shit, hier war nur das. Wir müssen wieder zurück. Schnell, schnell, schnell. Gute Kunst. Rennt. Lauf. Das war knapp und wir sind auch noch voll in die Kamera gerannt. Die habe ich in der Hektik überhaupt nicht gesehen. Mula gab's und Feuerzeug. Wir brauchen bloß noch Desinfektionstücher. Ich will endlich die Gebräunate haben. Ach du Scheiße. Oh, Mudokons, rollt euch. Ah, fein. Mudokons, ihr müsst euch rollen. Hab ich ein Feuerlöscher oder sowas? Natürlich nicht. Ach, shit. Das ist ja fies. Ich dachte nicht, dass der hier flammenwerfermäßig nach oben geht. Aber ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen sollen. Haben wir Fitzy Boom? Können wir mit Fitzy Boom hier so ein Ding kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Okay, das hat funktioniert. Darf ich hier wieder chanten? Ich darf. So, komm, brenn den ab. Jawohl. Das hat gut funktioniert. Ich lauf gleich mal noch mit dem runter, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas anderes machen können. Ah, shit. Ich dachte nicht, dass die uns anfallen. Ich dachte, das sind unsere Homies. So, jetzt kommt hier unten aber gleich ein neuer raus. Müsste zumindest eigentlich. Yep. Jetzt haben wir'n. So, und dann können wir hier schön von hier oben einmal grillen. Ganz schön was los hier. Ich hoffe mal nicht, dass es zu laut ist. Also auf meinem Kopfhörer ist es gerade sehr, sehr laut. Wenn doch, dann tut's mir leid. So, da hinten ist Null. Den können wir explodieren lassen. Dann haben wir hier bloß noch den einen. Den lassen wir auch noch explodieren und dann haben wir es doch. Ja, der Alarm. Ach, jetzt kommen wirklich neue Hunde wegen dem Alarm. Ach, Mist. Die Hunde können wir wieder nicht chanten, ne? Nö, natürlich nicht. Ach, so ein Mist. Ich dachte, wir haben alle besiegt. Das tut dem ja mal gar nichts. Wie soll ich denn den jetzt noch besiegen? Na super. Dann wird's wahrscheinlich nur mit einem Fitzy Pop. Komm mal hier runter. Drüben. Ich glaube, das hat geholfen. Sieht gut aus. Hey, hier kommt gleich neuer raus. Okay, sieht erstmal sicher aus. Jetzt haben wir hier drüben noch eine Kamera. Kommt mit hoch. Beeilt euch. Dankeschön. So, dann können wir die erstmal retten. Ja, war ärgerlich mit den anderen. Wie viel haben wir verloren? 3. Aber das muss man ja auch erstmal wissen, dass er da mit seinem Flammenwerfer auf einmal nach oben kommt. Wir haben auf jeden Fall genügend Mula und können jetzt endlich hier durch. Oh, damit haben wir es geschafft. Denk dran, dass die Lieferkanone alles abfeuern kann, was sich in deinem Inventar befindet. Es wäre klug auszusuchen, was du abfeuern willst, bevor du den Hebel umlegst. Okay. Da waren wir ja vor uns schon in dieser Lieferkanone drin. Der Mülleimer geht nicht. Ich war halt verwundert, weil ich dachte, ich kann halt hier drücken für geradeaus, hier für zurück. R zum Bewegen und RT zum Schießen. Gehen jetzt mal rein. Wie kann ich jetzt was schießen? Jetzt kann ich was schießen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt verschieße.
Ach so. Ach du Scheiße, wie soll ich denn das schaffen? Das war ja nicht mal annähernd von wir kriegen das hin. Naja gut, also wir gucken mal. Wir können ja bestimmt... Obwohl, wir haben nur... Nee, ich dachte schon, wir können endlich. Hässeln, das wäre natürlich geil. Naja, Fitziboom macht zumindest ganz schön Radau. Müssen wir mal gucken. Ich kann aber auch nicht mehr stehen bleiben dann. Okay, das war doch gar nicht so schwer. Hat genau gepasst mit unseren Fitzis, die wir hatten. Hier oben sind noch ein paar Kisten, die nehmen wir uns natürlich noch mit. Frag mich wirklich, ob ich das am Anfang nie mitgekriegt habe, dass der furzt, wenn der diesen macht. Jetzt kann ich es gerade nicht. Moloch the Glocken, thief, fraudster, murderer, the ex-CEO, who feigned innocence after the disruption of Rupture Farms, has been found to be the violent criminal behind the disaster. Fortunately, thanks for insurance money. It appears the greedy clock is hey, let's get around. Right. Call me. We'll get quality and freedom. We're free. Let's get out of here. It says we're free. The line is already overstuffed rockets with come with me, man. I'll just show the way. Shoot up. The help of his closest dinner security guards appears to have murdered an entire workforce, destroyed a factory, and sent the cost of meat skyrocketing. Authorities, despite their best efforts, have yet to locate him since he disappeared shortly after the disaster. Anyone with oh, wie lange quatscht denn der? His whereabouts is urged to report let's go. Mega Kasha immediately. So, wir haben es geschafft. Es ist irgendwie ganz schön langes Gequatsche und es ist im Vergleich zu anderen Sachen relativ leise und auch kaum verständlich, also für mich zumindest. So, wo müssen wir denn lang? Irgendwie gibt es 1000 Wege, aber nirgendwo geht's weiter. Das Silberding haben wir immer noch nicht. Hier können wir uns noch ein bisschen Gebräu holen, brauchen wir aber auch nicht mehr. Lea ist schon offen. Gab's nochmal ein bisschen Mula. Da waren wir voll und da sind wir auch voll. So, wir haben alles durchsucht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier weiterkommen. Und zwar ging es einmal hier oben lang, aber da ist dann Schluss. Ich glaube, wir konnten hier noch eine Etage tiefer. Ja, kommen die mit? Aber hier sind wir ja hergekommen. Geht's ja auch nicht nach links weiter. Nee, wir sind schon richtig. Ach so, okay, wir müssen einfach wieder was kaputt schießen. Ich dachte, es gibt irgendwo einen Offi... Nee, aber das war nur Fitzy Pop, ne? Wir brauchen, glaube ich, Fitzy Boom. Auch nicht. Das finde ich aber auch ein bisschen komisch, dass man es teilweise nicht sieht. Entweder es ist doch irgendein kleines Detail, was ich noch nicht erkenne. Woran man halt sieht, ob man es kaputt machen kann oder nicht. Oder es ist einfach wirklich Zufall und Glück. Die Wand hier werde ich ja nicht kaputt kriegen. Hier geht es auf jeden Fall auch nicht runter und auch nicht hoch. Mit den Dingern hier hat es nichts zu tun. Das heißt, es bleibt bloß noch der Weg hier nach oben. Aber auch der würde nicht viel bringen, weil da kommen wir auch bloß wieder da drüben raus. Nee, also müssen wir irgendwie hier runter. Aber das Ding hier kriege ich nicht kaputt. Hatte ich jetzt... Richtiges ausgewählt? Ach, ich hatte noch das Fitzy Pop ausgewählt. Alles klar. Dann nehme ich es zurück. Hab ich nichts gesagt. Ach, dieser doofe Helm von denen. Ah, ich hab's doch gesehen. Ist die Frage, kann ich irgendwo von hier weiter drüben chanten? Wahrscheinlich auch nicht. Tja, dann können wir entweder Flummi-Bonbon machen. Hat das getroffen? Nee. Eins. Ja, wir haben ihn. Kommt, mitkommen. Laufen, laufen, la.
Wir müssen uns schon wieder ganz schön beeilen. Den dürfte ich ja jetzt chanten können. Müssen wir nur gucken, der oben steht gleich wieder auf. Wir müssen unbedingt runter. Lauf, da kommt der nächste, Kacke. Nein. Ach, shit. Nein, 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 nein. Verdammt, ich wollte den oben gerade chanten, noch schnell. Hat leider nicht funktioniert. Ah, jetzt müssen wir die ganzen Schließfächer wieder. Also irgendwie hat das am Anfang mit den Checkpoints besser geklappt. Ich meine, es sind immer noch sehr viele. Aber mittlerweile müssen wir doch immer noch nach so einem Tod relativ viel wiederholen. Hat irgendwie am Anfang ein bisschen besser funktioniert. So, wir nehmen euch alle mit. Ich auch noch. Wir machen jetzt hier mal einen Schnelldurchlauf, dass wir nicht wieder so lange alles angucken müssen. So, dann haben wir's. Den Rest lassen wir jetzt. Ich will euch nicht immer so lange alles doppelt zeigen müssen. Wir wollten Bitsy Boom herstellen. 10 Stück kriegen wir jetzt sogar hin. Und damit können wir jetzt zumindest erstmal diesen machen. Dann brauchen wir Bonbons. Diesmal nehmen wir die Steindinger. Na komm. Er ist K.O. Aber chanten kann ich hier leider immer noch nicht, ne? Ich krieg den nicht gechantet und das ist halt ein bisschen das Doofe an der Geschichte. Das heißt, wir müssen den kaputt kriegen. Aber selbst so wacht er ja wieder auf. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Er ist halt gleich wieder da. Ich muss noch mal eins auf den draufhauen. Haben wir ihn jetzt komplett besiegt? Ja, und dann kommt jetzt natürlich der nächste. Ach, komm. Ja. Ja. Hätte ich den oben noch fesseln können? Gut, wir haben alle Mudokons verloren, aber ich habe überlebt. Das ist doch die Hauptsache. Das ist das so doof. Warum kann ich den nicht schaden? Ah, nein, die Mudokons sind wieder da. Kommt runter. Nein. Kommt mit. Kommt, kommt alle runter. Kommt runter, kommt runter. Schneller, schneller, schneller. Oh shit, die machen alles kaputt. Nein. Ach, wie doof. Ja, aber dass ich den oben jetzt nicht schaden konnte. Doch, bei dem geht's jetzt. Ist halt aber auch irgendwie ganz schöner Müll. Machen wir erstmal das. Das machen wir so lange, bis die 2 da drüben leer ist. Wir haben wieder ein paar Mudokons verloren, aber dafür kommen wir hier durch. Was soll's? Meine Quote ist eh für den Arsch. Was wollen wir da noch groß retten? So, lass den letzten noch raus, dann lassen wir den explodieren. Dann kümmern wir uns um die anderen beiden noch. Und dann haben wir es doch. Kann ich denn den hier oben chanten und den anderen unten abschießen? Das würde irgendwie schneller gehen. Ich weiß nicht, bringt das was, wenn wir mehr Slicks töten? Eigentlich schon, ne? Naja, oder auch nicht. So, dann haben wir ihn erledigt. Jetzt kommt der letzte noch, dann haben wir's. Da unten können wir uns wieder durchrollern, das passt. Komm raus, mein Kleiner. Du willst das. Komm. Sag ich doch. Nein. Was macht er denn? Renn den doch. Er dreht sich immer genau in die andere Richtung. Was soll denn das? Jetzt haben wir's. Und flups. So, passt. Wir nehmen den ganzen Spaß hier drüben noch mit. Und weiter geht's. Wir können Strom anstellen. Ah! Wie schnell... Och nö. Ey, wieder hier sogar... Oh, Leute. Wie schnell soll man denn reagieren? Pardon, die kamen raus, sind direkt losgejumpt. Ach, Mann. Das nervt ein bisschen. Jetzt habe ich wieder gar nichts, um das herzustellen. Jetzt müssen wir doch nochmal eben das Zeug sammeln. Ey, es tut mir echt leid. Also ja, klar, man hätte diese Hundehütte sehen können, aber... Das so ohne jegliche Vorwarnung. Kann ich jetzt welche? Immer noch nicht.
Müssen wir erst Fitzy Pops... Ah, wir müssen erst Fitzy Pops herstellen. Nee, Fitzy Pops finden wir. Ist der Loot jedes Mal unterschiedlich, wenn wir sterben? Eigentlich haben wir doch jetzt so gut wie alles eingesammelt, oder? Ich war hier am Automaten noch nicht. Ich denke, das war's. Okay, da nehme ich alles zurück. 10-mal davon. Hier ist noch ein Fach. Ja, das ist halt, ne? Wenn da unten mal ein Checkpoint gewesen wäre. Irgendwie hat das am Anfang immer echt gut hingehauen und mittlerweile nicht mehr so richtig. So, na gut, dann haben wir zumindest nochmal die Möglichkeit, ja, alle Mudokons zu retten. Wir brauchen Fitzy Boom und machen diesen. Dann nehmen wir das und das dem Typen auf den Kopf. Na, ja, eigentlich nicht auf den Kopf, sondern auf die Beine. So, haben wir. Können wir den jetzt fesseln? Können wir. Es ist halt nur die Frage, kommt jetzt direkt hier der zweite hier drüben raus? Ich denke nämlich, das wird passieren. Weil der bleibt doch nicht ewig da, genau. Das ist es nämlich. Kommt hoch, kommt hoch. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben nur noch 2 Flummi-Bonbons. Ich glaube, 2 reichen nicht. Ich will aber auch ungern noch so ein Fitzy-Dings verschwenden. Komm mal hier rüber, Freundchen. Ja, renn halt immer dahin, wo ich bin, dass ich dich gar nicht mehr treffe. Sinnlos. Oh, hier oben ist noch ein Mudokon. Komm mit. Treffe ich den so? Natürlich nicht. Jetzt haben wir beide Flummis verschenkt. Können auch keine mehr herstellen. Kriegen wir denn was von dieser Dings? Das können wir auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr herstellen. Was das Gegengift bringen soll, also für uns persönlich, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Naja gut, dann können wir es nur mit einem Fitzy-Boom lösen. Dann haben wir ihn eine Etage runtergeworfen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn wir hier zumindest chanten können. Und haben damit erstmal ihn hier. So, jetzt ist das Problem, wenn ich den töte. Obwohl, die Etage ist dann safe. Das heißt, wir töten den. Und jetzt ganz schnell runter mit... Nee, die Etage ist gar nicht safe. Kacke. Sei denn, wir rennen natürlich durch. Komm mit, komm, nein. Na, ach nein. Ich hab's wieder nicht bedacht, dass die durchschießen. Oh, und es geht wieder von vorne los. Das sind so Momente, wo das Spiel nicht so riesig Spaß macht. Das Problem ist halt auch, man macht einen Fehler und man hat irgendwie gar keine Chance mehr, den zu korrigieren. Sobald man einmal ein bisschen das Gehirn ausschaltet, ist halt sofort zu spät, man ist direkt tot. Es tut mir wirklich leid, ich wollte es wieder mal nicht so in die Länge ziehen. Aber ich habe es auch schon 1000-mal gesagt, ihr wisst es mittlerweile. So, die haben wir alle, das passt. Waren hier unten noch Mudokons? Nee, ne, hier war bloß... das Zeug. So, dann machen wir jetzt schnell hoch. Wir lassen den Rest im Mülleimer. Ich will es jetzt nicht alles 5-mal spielen, weil die Folge ist gleich schon wieder rum. Und effektiv haben wir eigentlich gar nichts geschafft. Wir brauchen Fitzy Boom. Wir brauchen Fitzy Boom. Kommen mal alle hier rüber, bitte. Dann zack. Wir waren ja vor allem auch schon so weit, ne? Das ist... Ja, jetzt habe ich eins verschenkt. Das ist halt auch so ein bisschen das Ärgerliche an der Geschichte. Ach, Mist. Fessel den bitte. Mal gucken, ob ich das schaffe. Schaffe ich. Und wir lassen den explodieren. So, jetzt gehen wir direkt wieder komplett hoch. Eigentlich wäre es... Lauft, lauft, lauft. Eigentlich wäre es besser, wenn wir die erstmal warten lassen. Wir müssen die jetzt hier Stück für Stück eliminieren, anders geht's leider nicht. Wir können halt wirklich nur diesen machen. Fesseln. Können wir den nochmal beklauen? Vielleicht hat er noch ein bisschen Klebeband. Nee, leider nicht. Aber ein paar Steinbonbons. Bin ich auch mit zufrieden. So, der ist weg. Jetzt kommt gleich der letzte. Something.
Ah, und jetzt rennt er halt immer so blöd dahin, wo ich nicht bin. Oder da, wo ich bin, so rum. So treffe ich ihn gar nicht mehr. So brauchen wir doch das. Und ich werfe auch noch daneben. Ja, es prallt am Kopf ab, ist klar. Übelst explosives Ding. Wir machen es jetzt lieber auf die langsamere Art und Weise. Weil sonst wird es halt alles so ein bisschen Mist. So, das haben wir. Wir machen die Folge mal 2-3 Minuten länger, weil ich so oft gestorben bin. Ich würde zumindest ganz gerne wenigstens zum nächsten Checkpoint kommen. Mal gucken, ob wir es schaffen, weil wir haben schon eine Überminute. So, kann ich mit dir jetzt irgendwie den Typen da unten grillen? Das wäre halt prinzipiell eigentlich das Geilste. Ja, geht. Ja, kaputt. Dann machen wir das jetzt so weiter, bis die alle kaputt sind da unten. Und dann weiß ich nicht, ob wir schleichen müssen wegen den Hunden oder was da die beste Variante wäre. So, komm raus. Der nächste kaputt. Können wir den eigentlich auch explodieren lassen, weil den letzten können wir da unten auch noch charmen. Das ist ja nicht das Problem. So, wir müssen halt nur gucken, dass wir einmal so ein Fitzi-Boom nehmen. Idealerweise nicht von der Kamera erwischt werden. Diesen machen. Chanten. Achso, den hat es gleich mit erledigt. Okay, dann brauchen wir nicht chanten. So, dann kommt ihr mal mit runter. Alle am besten. Alarm ist gerade auf hoch. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ne? Ich würde mir jetzt mal vorsichtig... Sieht der mich? Nee. Ist denn mit dem irgendwie die Hunde hier auslösen? Nee, ne? Frage ist, durch was werden sie ausgelöst? Durch Alarm? Ich den hier ganz hoch treibe? Kriege ich nicht. Problem ist halt auch, dass die Hunde da unten durchkommen. Deswegen... Lassen die mal stehen. Wir können die ja auch auf aggressiv stellen, ne? Prinzipiell können die ja auch angreifen. Habe ich bloß noch nie gemacht. Weil eigentlich wollen wir sie ja alle retten. Jetzt noch fix den hier. Und jetzt müssen wir mal gucken. So. Wenn ich jetzt hier langschleiche, kommen die trotzdem raus. Ja. Kommen sie? Ah, die kommen da unten nicht durch, oder was? Gut, dann geht's. Moment. Jetzt habe ich nichts mehr zum Werfen, oder? Ach, so ein Pech. Ne, wenn, dann müssen wir schon richtig werfen. Was machen wir jetzt mit denen? Schaden kann ich sie nicht. Wir haben aber auch nichts mehr, was wir auf die werfen könnten. Außer ein Flummi-Bonbon. Das war's aber auch. Wir haben einfach nichts mehr. Hä? Was sollen wir jetzt tun, bitte? Was gab's denn hier oben? Leere Flasche? Müssen wir nochmal komplett hoch? Oh. Müssen nochmal komplett hoch. Und uns wieder Dinger herstellen. Na gut, dann machen wir jetzt doch erstmal Schluss mit der Folge, weil das wird dann doch etwas zu lange. Sorry, dass ich so schlecht war. Hoffentlich klappt es morgen besser. Bis dahin. Macht's gut.